Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video und vor allem frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Wie es in vielen Dingen so ist, gibt es 2024 auch bei mir auf dem Kanal und bei mir persönlich einige Veränderungen, die anstehen. Und wenn sich etwas verändern soll im Leben, dann muss man meistens so auch den ersten Schritt irgendwie machen. Und genau das tue ich auch auf YouTube. Was das Ganze bedeutet, das erkläre ich euch in diesem Video. Und zwar der allererste Punkt, die Leute, die schon bei den Livestreams so ein bisschen aktiver mit dabei gewesen sind, die kennen den Kanal schon, und zwar den Daily Dyer Kanal. Auf dem Daily Dyer Kanal habe ich bisher immer einfach die Zusammenschnitte der Streams hochgeladen und mal so ein paar verrückte zwischendurch irgendwie so Sachen. Allerdings soll der jetzt so ein bisschen anders bespielt werden. Und zwar mit Content abseits des Mountainbikens. Vielleicht auch mal so ein paar Rawruns und so weiter. Alles, was es sozusagen nicht so richtig auf den Hauptkanal schafft, aber ich trotzdem gerne mit der Welt irgendwie teilen möchte. Und deswegen wird der Kanal leergeräumt. Wenn ihr dieses Video schaut, ist der Kanal schon leergeräumt und sozusagen ready, mit neuem, frischen Content gefüllt zu werden. Das heißt, am Ende des Videos mal kurz darüber switchen und ein Abo dalassen, würde mich sehr, sehr freuen, wenn da einfach ein paar Leute dabei sind. Warum jetzt aber dieser zweite Kanal? Ganz einfach, ich habe ja in der Vergangenheit, also beziehungsweise im letzten Quartal 2023, verschiedene Sachen mal ausprobiert an Content und gemerkt, dass tatsächlich der Großteil der Leute sich nicht für Sachen abseits des Mountainbikens interessiert. Was ich auch verstehen kann auf irgendeine Art und Weise. Allerdings gab es auch einfach viele Leute, die trotzdem so Sachen auch wie das Eisbaden gefeiert haben, mir persönlich geschrieben haben. Es gab da wirklich so zwei Lager. Einmal das Lager Mountainbiker, die haben gesagt, yo, warum machst du jetzt so Eisbaden, warum machst du jetzt dies, mal das, fahr mal wieder Trails, fahr mal wieder in den Park, ich will mal Vlogs sehen und so weiter. Und dann gab es das andere Lager von den Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe auch Bock, irgendwie andere Sachen zu sehen, bin da voll offen, mich interessiert das auch. Und die sind dann halt irgendwie gewillt, auch so mal den Horizont zu erweitern. Und da ich gerne beide Leute bedienen will und mir beides halt Spaß macht, werde ich beides einfach machen. Und das eine auf dem Daily Dyer Kanal, da werden die Videos vielleicht nicht immer so die super Qualität haben, sondern oft auch irgendwie dann mal mit dem Smartphone gefilmt. Aber ich glaube, die letzten Male, wo ich mit dem Smartphone gefilmt habe, ist euch gar nicht so aufgefallen, weil das habe ich gar nicht so thematisiert. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf alle Leute, die egal auf welchem Kanal mit dabei sind. Vielleicht sind auch viele dabei, die beides gucken. Das würde mich natürlich noch mehr freuen. Und auf diesem Kanal, um das Ganze möglich zu machen, wird es deswegen weniger Content geben. Und zwar ein Video die Woche statt zwei Videos die Woche. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich mal wieder so einen Bike-Trip mache, viel Content habe und nicht möchte, dass ihr unglaublich lange in der Vergangenheit rumdümpelt und gar nicht mehr aktuell up-to-date seid, was ich eigentlich gerade so mache. Deswegen kann es schon sein, dass trotzdem mehr geuploadet wird. Aber ich möchte mir selber so ein bisschen diesen Druck rausnehmen, immer zwei Videos die Woche zu machen. Das habe ich jetzt jahrelang gemacht, manchmal sogar mehr, und deswegen ist an der Zeit, ein bisschen umzustrukturieren. Es wird jetzt sozusagen trotzdem zwei Videos die Woche geben, aber auf unterschiedlichen Kanälen. Außerdem wird es weniger Ego geben. Was das heißt, das möchte ich euch natürlich auch erklären, denn mir ist eine Sache in der Reflexion des letzten Jahres aufgefallen, und zwar, dass ich mir selber krass Druck gemacht habe. Einerseits was YouTube anbelangt, aber auch was das Mountainbiken anbelangt. Immer besser werden. Ihr habt mich ja auf dieser Reise des Anfängers total verfolgt und der so die ersten Schritte macht, die ersten Sprünge und so weiter. Und ich glaube, das hat viele interessiert. Allerdings ist es auch stressig, in dieser Rolle zu sein. Das heißt, du bist ja praktisch gezwungen, die ganze Zeit irgendwie neue Dinge zu lernen, dich neuen Challenges zu stellen. Und manchmal geht da so ein bisschen der Spaß auch verloren. Vor allem, wenn man davon dann auch noch ein Video produziert, was auch noch Aufwand ist im Nachhinein und währenddessen. Und man hat einfach den Kopf nicht so frei. Deswegen freue ich mich darauf. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, jetzt die Michi hat mal so einen Jahresrückblick gemacht. Ich werde mehr von der Michi zwischendurch mal zeigen. Werde auch wieder viele Sachen mit dem Thomas
machen. Ich habe den jetzt gar nicht gefragt, aber ich hoffe einfach mal, dass er auch Bock drauf hat. Und da wird es dann vielleicht auch weniger manchmal um mich als Person gehen und um meinen Werdegang und so, ne? Sondern auch so ein bisschen um die Leute um mich herum. Es wird sozusagen ein paar mehr Charaktere geben, denn in jeder guten Serie gibt es ja auch, oder in jedem guten Film gibt es verschiedene Charaktere, die verschiedene Leute ansprechen. Und genauso wird es wahrscheinlich ja auf meinem Kanal auch sein, dass es einfach verschiedene Leute gibt, die die eine Person ansprechen, denn einige mögen den Thomas, andere mögen die Michi. Ich hoffe ja immer noch, dass der Sender Steve mal zurückkommt. Ne? Steve, wenn du das Ganze hier siehst, fühl dich mal bitte angesprochen. Und natürlich mich sowieso. Aber mich persönlich so richtig deep kennenlernen. Entweder habt ihr meine alten Videos auf diesem Kanal geschaut oder ihr switcht da auf den Daily Dire Kanal, weil da wird es so ein paar Insights geben, die wir bisher noch überhaupt nicht hier so groß angegangen sind, die vielleicht so ein bisschen durchgeblitzt sind, aber nicht so, nicht so explizit behandelt worden sind, weil wir hier in der Mountainbike-Bubble sind, in der Mountainbike-Welt und ich da ja dafür nicht so den Platz gesehen habe. Ja, ich hoffe, ihr habt mega Spaß am neuen Jahr und habt eine gute Zeit, habt euch ein paar Ziele gesteckt und zum Thema Ziele gibt es natürlich auch ein Video, allerdings nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem anderen Kanal, denn ich habe mir auch einiges vorgenommen und zwar so ein bisschen das ganze Jahr so ein bisschen anders zu strukturieren. Das habe ich schon mal gemacht in der Vergangenheit und werde das jetzt wieder tun, weil das gut funktioniert und wenn euch das interessiert, könnt ihr einmal rüber wechseln, da wird das Video jetzt auch schon online sein, weil damit am 1.1. startet sozusagen dieses neue Chapter auf dem Zweitkanal. Ja, ich freue mich mega, Leute, vor allem, weil ich auch einfach durch diese Pläne nicht mehr so einen krassen Druck habe, vielleicht auch öfter mal einfach privat Fahrrad fahren gehen kann, weil das fehlt einfach wirklich. Wenn du als Creator selber noch Fulltime arbeiten gehst, dann hast du einfach immer, wenn du privat Fahrrad fahren gehst, dann musst du auch noch gleichzeitig ein Video drehen. Und da, also das ist einfach nicht so schön. Und deswegen glaube ich, dass mir das entgegenkommen wird, also ein bisschen weniger Content zu liefern. Zumindest, dass ich nicht diesen Zwang habe. Wenn mehr zu sagen ist auf diesem Kanal, dann kommen wahrscheinlich trotzdem zwei Videos. Ich habe mich da ja auch so ein bisschen dran gewöhnt mittlerweile über die Jahre. Wer mal zurückgeschaut hat, ich mache schon wirklich lange YouTube. Und bin gespannt auf diese Reise, was sich 2024 ändern wird. Mein Gefühl sagt ja, dass 2024 ein krass verrücktes Jahr wird. Ich bin gespannt, Leute. Freue mich über jeden, der von euch mit dabei ist dieses Jahr und motiviert ist. Ich habe voll Bock, durchzustarten, Gas zu geben. Und wenn ihr möchtet, machen wir das zusammen. In diesem Sinne, Leute, Happy New Year und bis zum nächsten Video.